sind wir jetzt, Herr Kaufmann? Das ist der Bereich des Hofladens. Der Hofladen besteht eigentlich aus dem Wohnzimmer, aus der Mutter aller Tische, aus der Bierbar. Der Mutter aller Tische? Die Mutter aller Tische ist das, was wir hier neben uns sehen. Und die Mutter aller Tische ist ein Tisch für fast 50 Personen aus alten Dachbalken eines alten Bauernhauses. Die Bohlen sind etwa 400 Jahre alt. Aber möglicherweise kann Ihnen John Bywater, der Mitbetreiber dieses Bereiches, dazu etwas mehr erzählen. Übrigens, John Bywater ist ein Engländer, von daher, von der Sprache her, klingt er etwas anders. Ja, wir haben ja schon ein bisschen gehört. Ja. Natürlich, der Transport ist in erster Linie interessant. Es war sehr interessant. Wir haben die Straße hier blockiert und das war ein riesen, riesen Event. Aber jetzt steht hier, es ist Sitzplatz für 42 Personen. Wir machen sehr viel mit Partys und Privatfeier oder Firmenfeier. Und ja, es ist ein riesen Erfolg. Der Mutter aller Tisch. Mother of all tables, das wir sagen, sei in Englisch. Sie haben vorher auch was nicht so ganz Typisches gemacht für diesen Bereich hier. Ich war früher beim Cunard Line. Ich habe auf Kreuzfahrtschiffe gearbeitet, auf Kreuzfahrtschiffe selbst. Und dann ich war zuständig in Southampton für die Queen Mary und Queen Elizabeth und 7 andere Kreuzfahrtschiffe vom P&O. Also die ganze Küchenchef und Food and Beverage Bereich. Also das ist ein bisschen anders hier jetzt. Ein bisschen. Wie entscheidet man sich denn dann für die Arminius-Halle, wenn man vorher aus diesem Bereich kommt? Das unterschiedlich ist es nicht wie Cunard. Das ist ein alter, sehr viel mit Tradition und wir bauen das auf ein neues Niveau und wir sollten etwas, ein anderes Niveau, aber mit die Tradition behalten gleichzeitig. Ist auch wie Cunard. Man muss immer neue Sachen machen, aber die behalten die was ist wichtig von Tradition. Das war auch so bei Cunard. Sie haben ja jetzt hier ganz verschiedene Bereiche, mehrere Bars. Was passiert hier? Wir haben hier die Hofladen hinten. Das ist deutsche, österreichische Küche. Sehr viel mit so Schnitzel und Bachhändel. Wir haben auch die Bierbar mit 6 verschiedenen Fassbier. Am Brubecker, das ist ein Bier hier von Berlin in der Ort. Die Wohnzimmerbar und dann vorne haben wir den Fischladen mit riesen Auswahl von Fisch. Und als Engländer sicher haben wir Fish and Chips in die schöne englische Zeitung mit Malzessig. Das ist meine Lieblingsgerichte. Und ein kleines Varieté. Gibt's ja, wir machen oft mal die Schlemme-Variety, Dinner Show. Wir haben das vor Weihnachten gemacht als Probe, 7-8 Mal. Das funktioniert sehr gut, Sitzplatz hier für 125 Leute. Und das ist Art wie Variety, Dinner Show, so mit Comedy und Show. Zwischen den Gängen wird gespielt. Genau, so ist das. Und dann Kellner sind ein Teil dabei, 3 Stunden insgesamt mit Cocktail-Reception und Finale und Show. Und ja, es ist auch, also es ist sehr flexibel hier, der Platz. Dankeschön. Ja. Okay, folgen. Ein Klavier. Und das mitten in der Markthalle. Ja, ein echter Steinway-Flügel aus der Boston-Serie. Und wir haben das Problem gehabt, wir haben sehr viele Jazzmusiker in der Halle, wir haben samstags Live-Musik vormittags, tolle Pianisten, Kaffeehausmusik, ähnliches und brauchten dafür ein eigenes Instrument. Und ein normales Klavier sieht ein bisschen langweilig aus. Darum haben wir uns vor 3 Jahren einen Steinway-Flügel geholt. Und als wir den geholt haben, war die Frage von Steinway, wozu brauchen wir den? Ich sage für die Markthalle, für die Arminius-Markthalle. Und dann haben wir mal gecheckt, nach deren Kenntnis gibt es weltweit keinen vergleichbaren Flügel, der in einer Markthalle steht. In den USA in ein paar der modernen Malls, aber nicht in einer Markthalle. Dann hier einzigartig. Der steht auch immer hier? Der steht immer hier bei Wind und Wetter. Nicht bei Wind und Wetter, aber halt geschützt in der Halle. Von den Temperaturen her ist es so, dass die Stimmer, die 2-mal im Jahr kommen, den neuen Stimmen sehr begeistert sind. Wir haben eine sehr gleichmäßige Temperaturschwankung, keine Spitzen. Und von daher ist einfach der Flügel so unempfindlich, dass er kaum gestimmt werden muss. Wie viele Stände haben Sie hier eigentlich in der Halle? So rund 30, wobei die meisten davon Essen und Trinken haben und Verkauf haben. Also keine reinen Essenstände sind und keine reinen Trinkenstände sind, sondern hier haben halt alles. Man kann einkaufen und man kann genießen direkt vor Ort. Beides geht. Und hätten Sie denn noch Platz für weitere? Wir haben mittlerweile etliche Stände, die am Wochenende in der Halle Mitte stehen. Da sind wir aber auch an der Grenze unserer Kapazitäten angelangt. In der Halle selber ist eine Möglichkeit noch, die im Augenblick aber gerade schon in Interesse ist, einer Betreiberin aus dem Bereich Griechenland. Und ich denke mir, da wird in den nächsten 4 Wochen noch was passieren. Ansonsten geht in der Halle im Augenblick gar nichts mehr. Wenn man jetzt hier so schräg durchguckt, da sind noch Fenster.
Wo geht's denn dahin? Die Halle hat 4 sogenannte Ecktürme und wir haben in einem Eckturm Wohnungen. Der andere Eckturm, da zieht gerade eine Galeriegemeinschaft ein mit Künstlern, die mit offenen Ateliers arbeiten. Wir haben einen Turm mit der Stadtteilvertretung Moabit oder Turmstraße, mit einem Rechtsanwalt, mit einer Steuerberatung, mit einem Architekten, solche Dinge halt. Und wir haben eine Turmecke, dort ist eine Ballettschule drin. Von daher sind also alle unsere Türme vermietet bis hin zu Wohnungen. Und wie ist hier geöffnet? Die Halle macht morgens um 8 Uhr auf, die Stände haben bis 20 Uhr abends, Samstag bis 18 Uhr. Und die Gastronomie hat ihre Küche bis 21, teilweise 22 Uhr. Und je nachdem, was in der Halle passiert, auch Open End, das kann auch sehr viel später werden. Wir haben sehr viele Events auch in der Halle. Heute Abend haben wir 450 Gäste in der Halle, die hier feiern, eine Firma. Da wird es dann nachts um 2 oder 3 Uhr werden. Das kann im privaten Bereich auch mal so lange sein. Kommt drauf an, was halt gerade draußen los ist und was dann hier reinkommt. Die Halle ist ja hier so ein bisschen versteckt hinterm Rathaus. Wie kommt man hier mit Öffentlichen am besten her? Wir sind wunderbar angebunden durch die U-Bahn-Station Turmstraße, die U9. Wir haben den 245er, die haben den, ich glaube, M27 vor der Haustür und einige andere Buslinien, die hier durch Moabit durchfahren. Meistens die Station entweder Rathaus-Tiergarten oder halt die U-Bahn-Station oder Busstation Turmstraße. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Hat großen Spaß gemacht mit Ihnen. Bitte schön, mit Ihnen auch. Tja, da kann ich eigentlich nur noch sagen, kommen Sie hierher, schauen und schmecken Sie selbst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.